Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Alice in Madness Returns. So, erstmal ganz kurz Stopp hier. Da baut sich schon wieder der Gegner auf. So, der mir in der letzten Folge so viel Spaß bereitet hat. Weil ich ihn eigentlich schon besiegt hatte und dann Origin abgestürzt ist und seitdem habe ich ihn leider nicht besiegen können. Zwei Versuche habe ich schon gemacht. Seitdem, aber geschafft habe ich es leider nicht. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Dann gibt es halt einen neuen Versuch, den zu killen. Ist ja nicht so schlimm. Das schaffen wir schon. Gehe ich zumindest davon aus. So schwer ist der Gegner ja jetzt eigentlich auch wieder nicht. Betonung liegt auf eigentlich. So, jetzt machen wir den mal hier kaputt da. Du gehst weg, du lässt mich in Ruhe. Noch einmal. Jetzt wartet er da unten. Oder haben wir ihn doch schon zerstört? Nee, wusste ich so. Aber viel braucht er nicht mehr. So, sag ich doch, viel braucht er nicht mehr. Okay, ich würde mal sagen, solange er noch nicht ganz so aggressiv ist, jetzt warten wir noch mal, bis er einmal seine komische Attacke gemacht hat. So. So, jetzt sind wir. Jetzt machen wir erstmal das Teil da oben kaputt. Jetzt wird er uns erstmal einsaugen. Sehr schön, aber zumindest im Endeffekt ist das Teil da oben im Arsch. Das heißt, ich muss mich nur noch um dieses eine fliegende etwas kümmern. Und dann ist es schon mal, zumindest das hier schon mal erledigt. So. Jetzt, Anna. Jetzt können wir uns endlich um ihn da unten kümmern. Hoffen wir mal. Trifft es? Nein, trifft natürlich nicht. Warum ist, hasse ich, das zielt darüber, weil da unten ja gar nichts ist. Schaden wir ihm so? Ja, er uns leider auch gerade. Ist ja nicht gerade optimal. Das heißt, ich muss wohl doch hier weg. Jetzt warten wir noch kurz. Jetzt kommt wieder seine bescheuerte Attacke da. Die wollen wir nämlich nicht unbedingt abbekommen. Mach. Komm, mach. Mach doch endlich. Jetzt komm, mach doch. Ich sehe doch, dass du diese Attacke jetzt in der machen willst. Jetzt haben wir. So, und jetzt sehe ich schon, müssen wir erstmal anders verfahren mit ihm. Uah. Oh, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Sehr fix! Jetzt aber. Da ist kein Leben drin, das ist der Scheiß. Hat er mich Vollgas erwischt? Ja, jetzt schießt du auch, oder? Ja, jetzt wollte ich ausweichen und es hat nichts gebracht. Alice, ich würde weggehen, weil der hat es auf dich abgesehen. Komm schon, schade ihm wenigstens ein bisschen. Alles, wie es ausschaut. Komm schon, von hier aus trifft sie ihn nicht, weil sie zu doof ist. So wie es aussieht. Nee, da trifft sie ihn nicht. Ist doch bescheuert. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Weil es manchmal so doof ist. Von der trifft sie ihn hier wenigstens. Ich bin mir nicht sicher, ob die ihn jetzt da getroffen hat oder nicht. Ja, da trifft sie ihn auch nicht wirklich. Ja, jetzt mach du wieder deine komische Attacke da. So. Wie macht man das jetzt am blödesten, dass wir den auch wirklich schön erwischen? Jetzt komm. Du lässt dich jetzt aber hier nicht schlucken. Und komm. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt habe ich ihn wieder so weit, dass er wieder Flammen schlägt. Es ist gut, weil wenn er schon so weit ist, dann können wir ihn, wenn er sich ausgepowert hat, ab bekloppen. Wage mich jetzt mal weg hier von ihm. Genau, weil ich es mir schon gedacht habe, dass er sich schon fast ausgepowert hat. So, aber jetzt. Das Ganze müssen wir, meine ich, zweimal machen und dann dürfte er der Geschichte angehören.
So. Jetzt schnell weg hier, weil jetzt macht er diese Attacke wieder. So. Dann power dich jetzt wieder aus. Selber bis 3. 1, 2, 3. Dann sollten wir jetzt eigentlich Glück haben. Sehr schön. Er blinkt ja schon. Das heißt ja normalerweise, dass wir ihn fast haben. Und noch einmal. Und komm. Komm schon. Noch einmal. Einmal noch. Ist er hin? Ja, er ist hin. Oh, so. Und weh, Origin stürzt jetzt wieder ab. Dann drehe ich durch. So, lass mir ein bisschen Leben da. Ein paar Zähnchen. Okay. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Okay, jetzt haben wir ungefähr genauso lange gebraucht wie in der letzten Folge. Okay. Als erstes möchte ich mal das hier... Oh. Zieht mich hier schon wieder hin. Wow, dahin sollst du das hier kaputt machen. Da fällt Leben raus, okay. Dann kommt das hier dran. So. Und jetzt sollten wir irgendwo die Möglichkeit finden, wahrscheinlich von hier aus, das Ding zu bombardieren. Nee, das hat nicht funktioniert. Vielleicht so? Nee, das haben wir schon, das haben wir schon versucht. Ja, aber ich komme doch da nicht hin. Wie soll ich denn das dann machen? Das ist jetzt natürlich cool. Okay. Muss ich vielleicht von hier aus? Nee, das, also das schießt freiweg durch. Sagt, ah, der Schrumpfsinn sagt mir, dass da hinten was ist. Oh, da ist er her. Das war aber schön versteckt. Unser Safe Point wäre eigentlich ganz schön, weil ich will den Gegner nicht nochmal machen müssen. Ah, sehr schön. Aber erst wollen wir uns das hier mal holen. Ein Fläschchen. Dann schauen wir mal, wo uns das Ganze... Ah, darauf bringt es uns. Hier rauf. Und dann ziehen wir das. Vielleicht läutet das ja sogar schon den Gong. Ja, tatsächlich. Och, der arme Frosch. Oh, so geht's auch. Oh, und gespeichert. Sehr schön. Hallo, lieber Frosch. Und tschüss, lieber Frosch. Dankeschön für deine Hilfe. Hat es jetzt da drüben ein Loch reingeschlagen? Da hat es ein Loch reingeschlagen. Okay. Gut. Jetzt hauen wir das hier mal kaputt. Jetzt dachte ich, jetzt stürzt es schon wieder ab. Von da, meine ich, sind wir gekommen. Dann dürfen wir jetzt wohl da reingehen. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Okay, hier sind auf alle Fälle schon mal mehrere Teile zum Zerschlagen. Oh, ist ja wieder tolle Perspektive hier. Okay. Ah, hier wartet wieder was auf uns. So. Schauen wir mal. Boah, boah, da. Kamera, danke. Jetzt bin ich wahrscheinlich einmal rückwärts gelaufen. Nee, Gott sei Dank nicht. Zähnchen. Oh. Ach Gott, ist ja wieder mit so einem Ameisenkopf. Kann man hier mal wieder einmal gucken. Sehen tun wir nichts Gescheites. Sind halt Busen ohne Nippel. Naja, was will man in ein Spiel erwarten? Sonst hätte man ja doch eine ganze andere Alterseinstufung. Wenn wir da was Anständiges dran hätten. Aber von der Größe her? Nicht schlecht, Herr Specht. Aber jetzt wollen wir mal wieder etwas gesitteter werden. So, schauen wir mal weiter hier. Ah, hier geht's auch schon wieder durch. Oh, jetzt lässt sie wieder eine Bombe fallen und dann steckt sie wieder fest. Ist doch super. Oh, wie ich das Spiel manchmal hasse. Manchmal wirklich. Gut. So, haben wir das schon mal? Oh, oh mein Gott. Oh, jetzt heißt es wieder sterben. Jetzt heißt es wieder sterben.
Es gibt wieder eine neue Muschel, wo wir eine neue Rosenfarbe bekommen können. Super! Ha! 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 Ah. Das ist auch mal eine nette Variante, um an Rosenfarben zu kommen. Oh, nicht. Ja, danke. Ja, das ist super. Na, wenigstens gibt es da normalerweise dann, aber obwohl, wenn das hier für Rosenfarben ist. Oh, ach Gott, da kann ich gar nicht drauf. Ein Scheibenkleister. Also nur auf das Grüne, okay. Gut. Dann vermute ich aber auch. Komm. Dass hier keine Save Points sein werden. Das heißt, ich muss das Ganze wahrscheinlich in einem Rutsch schaffen. Jetzt Moment, erstmal einmal hier runter. Hier mal weitergehen. Hier geht's vermutlich weiter. Ich könnte jetzt eigentlich auch da oben noch schauen, was danach ist, aber. Das will ich jetzt auch nicht. Nur wegen den. Och Gott, das bringt mich ja auf einen Schnalz um hier. Ach, es gibt hier Save Points? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht geglaubt. Dass es hier Save Points gibt, das überrascht mich jetzt, weil es ist ja ein Level für Rosenfarbe und wieso sollte es dann hier Save Points geben? Aber gut, dann gibt es halt hier Save Points. Habe ich jetzt grundsätzlich auch mal nichts dagegen. Das Ding meinten, ich wollte mir lieber Böses. War es das schon? Und jetzt kriege ich Rosenfarbe? Korrekt, oh, schön. Fräulein. Das ging einfach. Das war die einfachste Rosenfarbe ever. So einfach war es noch nie. Außer das Quiz. Ja, das Quiz. Das Quiz macht es noch ein bisschen einfacher. Es war ja gar nicht schwer, aber. Ach Gott. Das Spiel kann manchmal stressig sein und manchmal regt sich auf. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. So, weiter geht's hier im Text. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Ja, Alice, rein da. Dankeschön. Mich würde mal interessieren, wie viele Rosenfarben ich schon übersehen habe. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Wahrscheinlich schon viel zu viel. Steckt sie hier wieder fest. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier wartet wieder ein Gegner auf mich, stimmt's? Ja gut, der ist jetzt nicht schlimm. Da packt man unser Steckenpferd aus und es gibt dann auch schon kein Problem mehr. Zumindest mit dem hier. Der ist nicht aus. Der da oben, der nervt mich auch nicht, weil den bombardieren wir einfach ein bisschen. So. Hier haben wir erstmal Leben. Hier haben wir auch Leben und schon wieder einen Save Point. Sehr schön, sehr schön. Baum. Eine Kerze. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. So. Kommen wir ja endlich mal wieder ein bisschen weiter in dem Spiel hier. Ich will endlich weiterkommen da. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich persönlich muss es auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich spiele es gern weiter, ist jetzt nicht das Problem, aber ich habe auch kein Problem, wenn das Ende allmählich kommen würde. Nur Barbaren betrachten das Ertragen. Aber vom Laptop. Als Maßstab des eigenen Werts. Aha, ja, der toll. Das war mir aber eine spannende Aussage. So, jetzt kommt hier wieder ein Dominosteinchen. Beziehungsweise wird wohl kein Dominosteinchen sein, sondern irgendwas anderes. Ich hab's mal wieder total versaut. Ah, dann halt nochmal. So. Und darauf. Von da geht's darauf. Und dann von da geht's in den Luftstrom. Und von dem Luftstrom geht's hier rüber. Und ich fall runter. Tja, toll. Ey, komm, lass mein Kabel in Ruhe. Du ziehst mir bloß den Stecker wieder raus. Und kann ich wieder von vorne anfangen. Das ist nämlich mein Problem. Das ich leider schon ein paar Mal gehabt habe, aber zum Glück immer zu Situationen, wo es nicht so schlimm war. Wenn mein Mikrofon aus der Buchse gezogen wird, dann stürzt F-Raps ab. Und das Problem ist, ich kann die komplette aufgenommene Datei wegschmeißen. Die ist zwar grundsätzlich noch da,
Und die zeigt auch die richtige Größe an, aber sie ist nicht mehr öffnen. Man kann sie nicht mehr öffnen in dem Moment. Und das ist dann natürlich ein großes Problem, weil ich dann natürlich nichts mehr machen kann mit der Aufnahme. Dann kann ich wieder von vorne anfangen und das ist vielleicht auch nicht unbedingt toll. Da will ich irgendwie nicht rauf, ich weiß nicht wieso. Ich gehe einfach weiter. Und hier haben wir eine Safe Point. Das ist toll, das ist schön. Hier warten schon wieder Gegner und die Gegner sind wieder für die nächste Folge. Denn diese Folge hier ist zu Ende. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.